Hey Leute, was geht ab? Ich bin Danny, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute ist Sonntag und ihr wisst, was das bedeutet. Sonntag reden wir immer über... Sex. Nein, über homosexuelle Themen. Und ich habe mir überlegt, okay, was kann man denn jetzt für Themen besprechen? Wir sind ja quasi kurz vor Weihnachten und ich hatte einfach Lust, mit euch über eure Ängste zu sprechen, also was euch belastet, was euch quasi auf der Seele brennt. Aus diesem Grund habe ich euch einfach bei Instagram gefragt, hey Leute, was beschäftigt euch? Wovor habt ihr Angst? Und vielleicht kann ich ja das eine oder andere mit euch besprechen und es geht euch vielleicht danach ein bisschen besser oder euch die Ängste nehmen. Beziehungsweise vielleicht gibt es da draußen noch mehr von euch, die diese Angst teilen. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Weg, um etwas angstfreier in Weihnachten zu starten. Ja, okay, ich weiß, es funktioniert so nicht. Aber trotzdem hoffe ich, dass ich euch gut unterhalten kann. Und ja, und ich würde sagen, Video ab. Viel Spaß, bis gleich. Tschüss. Buh. Also ich glaube, das Thema Ängste ist ja immer bei jedem Menschen präsent. Also ich habe natürlich auch die Leute bekommen, die mir gesagt haben, Mensch, Danny, ich habe vor gar nichts Angst. Hm, klar. Also das sind immer so diese Sachen, wo ich immer so sage, ja, jeder Mensch hat vor irgendwas Angst und dafür braucht man sich auch nicht schämen. Das ist völlig legitim, vor etwas Angst zu haben. Und wenn ich so drüber nachdenke, okay, wovor habe ich Angst, was beschäftigt mich? Ich glaube, es ist allein zu bleiben, beziehungsweise gar nicht über Phasen einsam zu sein. Das finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Ganz im Gegenteil, es ist manchmal sehr kraftsparend. Aber ich glaube, wenn ich jetzt wüsste, ich würde mein Leben lang alleine bleiben, also ohne Mann an meiner Seite, ich glaube, das wäre für mich persönlich... Aber was heißt, ich glaube ja, das wäre eine Angst für mich. Da ich selber weiß, wie anstrengend Herzschmerz sein kann, glaube ich, dass alles, was irgendwie mit sehr, sehr starken Liebeskummer zu tun hat, finde ich auch sehr, sehr schlimm. Und viele Menschen neigen dazu, wegen Liebeskummer in ja, Löcher zu fallen. Und ich glaube, das ist so eine Sorge, die ich habe, dass irgendwann ich jemanden habe, der mich so unglücklich macht, aber trotzdem irgendwie auch glücklich, dass ich von dem irgendwie nicht loskomme. Das wäre so eine, ja, so eine Sorge, die ich habe. Ansonsten muss ich halt noch gleich von Anfang an sagen, dass Ängste natürlich völlig unterschiedlich sind. Der eine hat vor dem Angst, der andere hat vor dem anderen Angst. Und es ist kein Grund, sich darüber in irgendeiner Weise lustig zu machen, nur wenn man diese Angst vielleicht nicht teilt oder diese Erfahrung noch nicht gesammelt hat oder diese Erfahrung gerade schon gesammelt hat und weiß, okay, es fühlt sich gar nicht so schlimm an. Ich glaube, dieses Muster müssen wir einfach verlassen und wir müssen jedem Menschen seine Angst erstmal ja, zusprechen, ihm die gestatten. Weiß ich nicht, ansonsten ist das halt einfach Kacke. Also ich fand das schon in der Schule immer so blöde, wenn, keine Ahnung, der dicke Junge über den Bock springen musste und er davor Angst hat und dann dafür ausgelacht wurde. Dieser dicke Junge war ich. Also die erste Angst, die mir hier beschrieben wurde, ist abgelehnt zu werden, ja. Also ich glaube auch, dass das sehr schwierig ist, abgelehnt zu werden. Man muss aber sich dann auch die Frage stellen, was ist der Grund für diese Ablehnung und was sind das für Menschen und brauche ich diese Menschen? Ja, und wenn man jetzt zum Beispiel an der Arbeitsstelle abgelehnt wird, dann sollte man sich halt die Frage stellen, ob es vielleicht Sinn macht, den Job zu wechseln oder die Ausbildungsstätte zu wechseln oder wie auch immer. Jedenfalls, Ablehnung ist eine Angst, die kann ich verstehen, ist aber eine Angst, mit der man, glaube ich, umgehen kann, ja. Ich glaube, etwas komplizierter bei dem Thema Ablehnung ist das, wenn man von seiner Familie abgelehnt wird und vielleicht auch gar nicht zu sich selber stehen kann. Und da ist halt einfach die Frage, inwieweit ist das eigene Glück wichtig? Und ich glaube, ich habe so ein Gefühl, im Verlauf dieses Videos werden wir öfter über das Thema Glück sprechen. Und wenn du einfach nicht glücklich bist, dann musst du den Weg gehen, wie du glücklich wirst. Und manchmal muss man auch Menschen auf seinem Weg hinter sich lassen. Der nächste Punkt ist, mich zu öffnen oder zu nähern, weil ich Angst habe, meine Gefühle aufzudrängen. Das ist ein Punkt, den kann ich nachvollziehen. Ich persönlich bin auch ein sehr gefühlvoller Mensch und habe auch Angst, wenn ich jemanden kennenlerne, ihn mit meinen Gefühlen zu überrumpeln oder vielleicht einen Schritt zu schnell zu sein. Ich hatte in einem anderen Video mal so ein Beispiel gebracht, dass wenn man von der Autobahn fährt, dass man halt ja nicht mit 120 von der Autobahn runterfährt, sondern vielleicht mit 60 oder 40. Und das ist halt so ein Thema, was ich verstehe. Man muss halt immer differenzieren, wie stark sind denn die Gefühle für den anderen und wie stark sind seine Gefühle. Und wenn man dazu neigt, das ist einfach nur so ein persönlicher Tipp von mir, ja, wenn man dazu neigt, seine Gefühle sehr schnell äußern zu wollen, halt dich nicht zurück. Aber analysiere die Situation, ob deine Gefühle vielleicht gerade schon, ja, angemessen ist das falsche Wort, aber ob deine Gefühle vielleicht gerade zu viel sind. Gefühle können natürlich niemals falsch sein. Du hast diese Gefühle und die kann man auch äußern. Nur ich habe halt so die Befürchtung, dass wenn man zu viel Gefühl Menschen zeigt, die noch nicht so weit sind, dass man diese Menschen damit verschreckt. Und ich würde da etwas vorsichtiger sein, aber keine Spielchen spielen. Wenn du das Gefühl hast, zu deinen Gefühlen zu stehen, dann steh zu deinen Gefühlen. Alt zu sein. Ich glaube, alt zu sein oder alt zu werden, ich glaube, das ist ja fast schon,
dasselbe. Also ich meine, hier muss man das Wort alt definieren. Was ist alt? Ich glaube, ein 60-Jähriger ist im Augen eines 40-Jährigen alt. So, versteht ihr, was ich meine? Und ein 20-Jähriger ist in den Augen eines 14-Jährigen alt. Und ich glaube, dass diese Einstellung zum Alter ja auch mitwächst und reift. Und ich kann halt immer nur sagen, die Angst zu altern, die ist aus meiner Sicht zwar verständlich, aber sie ist unnötig, ist vielleicht ein bisschen provokant, aber sie ist halt einfach da. Du kannst das Alter nicht aufhalten. Und ich finde das immer ganz schlimm, wenn ich Menschen sehe, die sich in irgendeiner Weise Schönheitsoperationen unterziehen, um möglichst jung auszusehen. Oder ich sehe das ja auch bei YouTube. Ja, es gibt so viele YouTuber, die ihr Alter verheimlichen oder sich immer ganz rasieren und immer bubihaft und jung auszusehen. Ja, und ich stehe zu meinem Alter. Ich bin jetzt hier am heutigen Tag 29 Jahre alt und ich habe kein Problem damit, das offen zu sagen. Und ich weiß auch, dass auch ich mit 40 mich noch gut fühlen werde. Und ich kann halt nur sagen, so wirklich wahre Schönheit kommt halt schon von innen. Die nächste Angst ist eine, glaube ich, sehr verbreitete Angst. Das ist die Angst, sich mit HIV anzustecken. Ja, was soll ich dazu sagen? Also HIV bekommt man nicht, wenn man über die Straße läuft und Luft einatmet. Also es ist halt eine Geschlechtskrankheit und da brauche ich jetzt niemanden belehren, wie man sich mit HIV ansteckt. Und das kann man ja, da kann man ja vorsichtig sein, da kann man ja aufpassen. Und wenn du quasi mit einem Kondom mit Männern schläfst, beziehungsweise mit Frauen, je nachdem, wer die Frage hier gestellt hat, dann hast du ja schon mal den besten Schutz dagegen, ja. Was ich aber auch noch sagen möchte, ist, eine Angst über eine Krankheit, die macht die Krankheit sehr viel mächtiger. Und wenn man Angst vor HIV hat, und das ist der Grund, warum man mit keinem anderen Mann mehr schlafen möchte, glaube ich, verpasst man halt auch eine Menge guter Gefühle aus meiner Sicht, ja. Und ich kann halt immer nur sagen, versucht eine Krankheit mit Umsicht zu behandeln und mit Vorsicht, aber lass die Krankheit nicht so viel Macht über dich gewinnen, ja? Genauso, wenn du jetzt einen HIV-positiven Menschen kennenlernst. Ich finde das ganz, ganz schlimm, wenn man einen Menschen nur wegen einer bescheuerten Krankheit irgendwie ausgrenzt oder ihn nicht mehr kennenlernen möchte oder. Ich kann an dieser Stelle auch wirklich nur sagen, dass man damit etwas mehr Vorsicht an die Sache herangehen sollte. Aber er ist halt ein Mensch wie du und ich. Und ich glaube, wenn man sich mit dieser Krankheit angesteckt hat, dann möchte man einfach auch so behandelt werden, wie ganz normal, wie halt, wenn man halt gesund wäre. Eine Sorge, die ich hier auch geschickt bekommen habe, und ja, klar, gerade im Thema Partnerschaften ist das Thema Fremdgehen, ja. Und also ich meine, was viele nicht berücksichtigen bei dem Thema Fremdgehen ist, dass es ja letztendlich drei betrifft. Es gibt einmal der, mit dem man fremdgeht, der fremdgeht, und es gibt dann noch den dritten, den Partner, den man betrügt. Ich muss halt dazu sagen, dass ich ein totaler Gegner vom Thema Fremdgehen bin, und ich weiß aber, wie sehr es sich anfühlt, betrogen zu werden, weil ich auch schon mal betrogen wurde in einer sehr ungünstigen Partnerschaft. Jedenfalls ist das Thema Fremdgehen eine Sorge, die ist berechtigt. Aber wenn dein Partner dich wirklich liebt und du deinen Partner liebst, dann kannst du mit deinem Partner darüber sprechen. Du kannst ihn ja von deinen Ängsten erzählen. Und ich glaube, dass ein liebender Partner immer dafür Verständnis hat. Und wenn es die eine oder andere Situation gibt, die dir ein bisschen merkwürdig vorkommt, dann kann ich nur sagen, verkriech dich nicht, sondern sprech darüber offen. Es ist nichts Schlimmeres, als etwas auszuhalten. Wenn dein Freund darauf komisch reagiert und dicht macht und, keine Ahnung, sich nicht partnerschaftlich verhält, weiß ich nicht, dann, keine Ahnung. In der Regel, ja, jetzt muss ich drüber nachdenken. Ich kann dir nur sagen, wenn du Angst davor hast, dass dein Partner dich betrügt, dann stimmt ja vielleicht schon was in der Partnerschaft nicht, dass überhaupt dieser Gedanke erst, ja, entsteht. Natürlich kann man auch vorbelastet sein aus anderen Partnerschaften, aber in erster Linie muss man schon seinem Partner vertrauen, weil darum geht es ja in der Partnerschaft, um Vertrauen. Angst nicht, aber dass die Szene immer oberflächlicher wird. Ja, also ich meine, gerade hier in Berlin ist es ja das beste Beispiel, wie die Szene sich entwickelt. Und ich glaube, das ist eine Angst, da kann ich nichts zu sagen. Die Szene ist ja nicht ein Instrument oder ein Monster oder sowas, sondern die Szene sind ja wir. Also all die Leute, die in irgendeiner Weise draußen unterwegs sind, die in schwule Bars gehen etc., ja, das sind ja wir sind ja die Szene. Und das heißt also, die Angst muss ja davor sein, dass sich die Szene sich nicht verändert, sondern dass sich die Homosexuellen verändern, die in der Szene sind. Und das liegt ja dann an dir, beziehungsweise an jedem anderen da draußen, wie die Szene sich entwickeln soll. Und ich habe immer schon gesagt, nur weil viele Menschen oberflächlich sind, heißt es ja nicht, dass du auch oberflächlich werden musst. Und ich kann dir halt nur sagen, bewahre deine eigenen Werte und verteidige die, so mache ich das immer. Und dann kann dir keiner was und du wirst auch den Richtigen finden, der seine eigenen Werte genauso verteidigt. Und dann braucht man die Zähne auch gar nicht. Diese Sorge ist, dass es keinen mehr für mich gibt. Ich kann immer nur sagen, dass es auf der Welt so viele Männer gibt und es gibt so viele homosexuelle Männer. Und ich bin davon überzeugt, dass jeder Mensch einen Partner finden kann. Punkt. Da gibt es auch gar kein Aber. Es bringt nur nichts, wenn man sich zu Hause versteckt und wartet, dass der Richtige an der Tür klingelt. Das ist es halt nicht. Und es bringt halt auch gar nichts, mit Vollgas und Vollkaracho nach seinem Partner zu suchen.
wer sucht, der findet, aber leider keine Partnerschaft, so aus meiner Sicht. Also ich glaube, hier ist es ganz, ganz wichtig, sich zu beruhigen, sich einfach zurückzulehnen und zu sagen, der Richtige wird schon kommen. Aber dafür muss ich halt insoweit auch was tun, dass ich mich halt schon in irgendeiner Weise traue, rauszugehen in die Öffentlichkeit und mit einem Auge nach ihm zu schauen. Und das andere Auge sollte sich auf andere Dinge konzentrieren. Eine Partnerschaft ist ein sehr wichtiges Gut und was sehr, sehr Schönes, aber es macht dich nicht als Menschen aus, bin ich der Meinung. Und deswegen an dieser Stelle auch, ich verstehe deine Sorge, aber versuch so ein bisschen runter vom Gaspedal zu gehen. Ich glaube, das ist ganz gut. Der nächste Punkt ist Coming Out und Krankheiten. Über das Thema Krankheiten haben wir ja gerade schon so ein bisschen gesprochen, wie bei dem Thema HIV. Generell Coming Out, da habe ich ein Video mal zugemacht. Schau einfach mal rein. Ich glaube, dass für jeden das Thema Coming Out schwierig ist und es ist für jeden Menschen, der sich in irgendeiner Weise outen muss, immer sehr aufregend ist die Zeit und auch für viele mit sehr viel Herzschmerz verbunden ist. Letztendlich ist das Coming Out aber nichts anderes als ein weiterer Punkt, zu dir zu stehen, und das ist sehr, sehr wichtig. Ich finde es ganz, ganz furchtbar, wenn ich mit Menschen schreibe, die mir erzählen, ja, ich traue mich nicht bei meiner Familie zu outen, weil ich habe Angst, dass sie mich ablehnen. Das heißt also im Umkehrschluss, dass du dein Leben lang immer eine Lüge lebst. Das bist du halt nicht. Und in der heutigen Gesellschaft homosexuell zu sein, ist natürlich in einigen Punkten noch nicht anerkannt, aber so ist das halt. Also es gibt so viele Menschen, so viele Vorreiter da draußen, die es dir vormachen, dass homosexuell erstmal nicht schlimm ist und keine Krankheit ist. Und möchtest du darauf verzichten, einen Partner an deiner Seite zu haben, mit dem du glücklich bist, nur weil andere Menschen damit ein Problem haben? Das ist so der Punkt, über den jeder nachdenken sollte, der Angst hat, sich zu outen. Und ich bin halt der Meinung, vielleicht bin ich da etwas naiv, ja, aber jede liebende Mutter, jeder liebende Vater hat für sowas Verständnis. Sie brauchen natürlich ihre Zeit. Es sind natürlich Ängste, die da eine Rolle spielen. Das passt zum Thema Angst, ja. Es sind natürlich da Ängste, die da eine Rolle spielen. Und bin ich ganz, ganz fest davon überzeugt, dass wenn man zu sich selbst steht, nur gewinnen kann. Man kann natürlich Menschen verlieren, gar keine Frage, aber man selber gewinnt was, nämlich eine gewisse Unabhängigkeit, und das ist sehr, sehr wichtig. Leute, das Video ist jetzt fast vorbei und aus meiner Sicht habe ich natürlich nicht alle Ängste besprochen, die ihr mir geschickt habt, und ich würde natürlich auch noch länger auf das Thema Ängste eingehen und auch länger auf die einzelne Angst. Vielleicht mache ich bei Instagram mal so einen Live-Chat bzw. so eine Live-Übertragung, da können wir uns gerne mal verabreden für. Auf jeden Fall würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr die eine oder andere Angst ein bisschen anders begutachtet. Ich weiß natürlich, so ein YouTube-Video ist jetzt keine Tablette oder so, ja. Aber ihr seid mit eurer Angst nicht alleine. Das solltet ihr auch da draußen wissen. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hinterlasst, beziehungsweise wenn ihr mir einen Kommentar schreibt. Die Glocke nicht vergessen zu aktivieren, damit ihr informiert werdet, wenn ein neues Video rauskommt. Und natürlich, zu guter Letzt, über ein Abo würde ich mich freuen. Ich kann nur an dieser Stelle euch wunderschöne Weihnachten wünschen. Morgen ist es soweit. Ich glaube, ja, morgen ist es soweit. Ich wünsche euch wirklich ganz, ganz schöne Weihnachten. Kommt ein bisschen zur Ruhe, lasst den Weihnachtsstress hinter euch. Und dann gibt es am Mittwoch ein neues Video von mir. Ich sag nur, es wird so süß. Bis dahin wünsche ich alles Gute, haut rein, tschüss, buh!